Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der LGT, Ihrer Privatbank in der Schweiz. NZZ Akzent. Luzi, du bist ja eigentlich unser Italien-Korrespondent. Wir beginnen aber heute in Hollywood, Los Angeles. Ja, das ist tatsächlich etwas seltsam. Wir sind an der Oscar-Verleihung. Im März dieses Jahres, roter Teppich, Blitzlichtgewitter, die übliche Szene, man sieht Stars wie Robert De Niro, Emma Stone. Und schüchtern, etwas verlegen im Hintergrund, ein großer Mann im Smoking, elegante Erscheinung, es ist Mamadou Kouassi. Okay, wie ist das? Mamadou ist da für einen nominierten Film, der aus Italien kommt. In dem Film wird seine Geschichte erzählt. Es ist eigentlich verrückt. Wer hätte das gedacht in seinem Fall? Noch vor einigen Jahren ist er illegal von Afrika nach Europa gekommen, hat als Obdachloser in Italien gelebt, auf Roms Straßen geschlafen und jetzt steht er da in Los Angeles auf dem roten Teppich. Die Odyssee von Mamadou Kouassi nach Europa wurde verfilmt. Doch der Film zeigt nur einen Teil. Sein Drama ging in Italien noch weiter, erzählt Korrespondent Luzi Bernet. Ich bin Marin Müller. Please welcome Dwayne Johnson and Bad Bunny. Here are the nominees for International Feature Film. From Italy, Io Capitano, directed by Matteo Garrone. Und Luzi, hat er den Oscar gewonnen? Nein, aus seiner Sicht leider nicht. Nominiert war der Film Io Capitano, so heißt er, in der Kategorie bester ausländischer Film. Und der Oscar goes to The Zone of Interest. Aber allein die Nominierung ist natürlich schon ein großer Erfolg für den bekannten italienischen Regisseur Matteo Garrone, der bekannt ist von Filmen wie Pinocchio oder Gomorra. Assalamu alaikum, sono mami. Du hast den Film gesehen, Luzi, in Italien. Ja, ich habe ihn gesehen vor einigen Monaten, als er hier im Kino lief. Die Geschichte von Mamadou Kouassi und seinem Cousin. Die werden im Film von Schauspielern gespielt, aufgrund der Erzählungen von Mamadou. Genau, er ist selber nicht Schauspieler, er ist nur der Geschichtengeber eigentlich. Genau, er ist der Geschichtengeber. Seine Geschichte wird erzählt. Und im tatsächlichen Leben war es so, dass Mamadou 2001 aufgebrochen ist von Côte d'Ivoire und sich dann durch die Sahara gekämpft hat bis nach Libyen. Es ist eine Geschichte von wirklich harten Situationen in der Wüste, von Polizeigewalt, Korruption, Willkür. Er erzählt von Ausbeutung in Libyen und von Willkür, Korruption, korrupte Beamte. Und dann geht's dann weiter von Libyen übers Mittelmeer bis nach Italien. Es ist die bekannte, sehr gefährliche Überfahrt übers Mittelmeer. Und eben er schafft es. Er schafft es tatsächlich. Er wird gerettet von der Küstenwache, von der italienischen Küstenwache, mit Glück, wie tausende andere Migranten. Nein, letztes Jahr sind es über 130.000 Migranten gewesen, die übers Mittelmeer nach Italien gelangt sind, auf der Suche nach dem besseren Leben in Europa. Und wovon hat denn Mamadou geträumt, dass er aufbrach? Ja, er hat geträumt davon, Fußballer zu sein in Europa. Das hat er mir erzählt bei unserem Treffen zwei Tage nach der Oscar Night. Io mio sogno era diventare calciatore. Io ero un bravo calciatore. Hast du ihn getroffen? Ja, ich habe ihn getroffen in Caserta bei Neapel. Das ist eine mittelgroße Stadt im Hinterland. Dort lebt und arbeitet er. Wir haben uns am Bahnhof getroffen, haben einen Spaziergang gemacht, haben uns auf eine Parkbank gesetzt und er hat mir seine Geschichte erzählt. E questo è stato un sogno che mi ha spinto di andare via dalla Costa d'Avorio. Was ist das für ein Typ, dieser Mamadou? Mamadou ist ein sehr, sehr offener, zugänglicher, gewinnender Mensch.
Einer aber auch, der sehr differenziert ist und klug ist, der weiß unglaublich viel über Migrationspolitik und überhaupt über Politik und Geschichte generell. Mhm. Und in dem Gespräch sagt er irgendwann den bemerkenswerten Satz, eigentlich müsste es einen zweiten Film geben oder einen zweiten Teil des Films, denn der Film Io Capitano, der zeige nur den ersten Akt eigentlich seines Dramas, denn die Odyssee, die ging nachher in Italien weiter. Vuoi rifare un altro film che racconta la realtà? E Matteo ha detto, è vero, perché questo film parla soltanto del viaggio. Sì. È un pezzo delle storie. Wir sind gleich zurück. Ihr Vermögen in sicheren Händen. LGT Private Banking ist ein über 100-jähriges Familienunternehmen mit einer langfristigen Orientierung und einer ganzheitlichen Perspektive. Die LGT erarbeitet für Sie eine Anlagelösung, die Ihren persönlichen Werten und Zielen entspricht. Erfahren Sie mehr unter www.lgt.com. Ad esempio, io, come ti dicevo, il viaggio è durato 3 anni per arrivare in Europa. Also Luzi, Mama, du erzählst dir, dass seine Odyssee, die ging in Italien weiter. Wie meint ihr das? Ja, es beginnt in Italien eine sehr schwierige Zeit. Es vergehen Jahre, wo er in Italien lebt. Sein Asylgesuch, das er gestellt hat, wurde abgelehnt, wie bei den meisten Migranten. Aber für ihn war sofort klar, zurückgehen ist keine Option. Er hat sehr viel Energie und Kraft und auch Geld verwendet, um nach Italien zu reisen. Er hat mir gesagt, für ihn sei es darum gegangen, sich durchzukämpfen oder halt zu sterben in Europa. Das heißt, er taucht unter? Ja, er taucht unter, er wird ein Illegaler in Italien, er hat keine Rechte, er ist nicht vorhanden eigentlich, er kann auch nicht arbeiten legal. Es ist dann so, dass er Freunde findet, die ihm sagen, er soll doch nach Neapel gehen, es hätte dort Landsleute von ihm. Mhm. Und das macht er dann auch, er reist nach Neapel und findet tatsächlich dann irgendwann ein Dach über dem Kopf und schlägt sich dann als, soll man sagen, Tagelöhner durch. Okay, aber das wäre dann Schwarzarbeit? Das ist immer Schwarzarbeit. Er ist ja, wie gesagt, immer noch illegal in Italien. Ja. Und das ist dann so in Neapel, man geht dann zu einem Kreisel, einem bestimmten Ort in Neapel, wo Männer stehen, die fragen, wer will arbeiten, und die dann mitnehmen. Man wird abgeholt, man steigt in einen Lastwagen. Mhm. Auch Mamadou macht das so, er steht am Kreisel, wird abgeholt, steigt in den bereitstehenden Lastwagen und wird dann irgendwohin verfrachtet nach Süditalien, arbeitet als Tomatenpflücker, Orangenpflücker. Er verdient sehr, sehr wenig, 15 bis 20 Euro pro Tag, manchmal ein bisschen mehr. Damit kann man kaum überleben, aber fürs Nötigste kriegt man ein bisschen Geld. Dahinter steht natürlich das Geschäftsmodell der lokalen Mafia, die davon profitiert, so billige Arbeitskräfte zu haben. Mamadou hingegen und seine Kollegen haben keinerlei Rechte und sind der Willkür eigentlich schutzlos ausgesetzt. Und was passiert dann? Wie kommt Mamadou da raus? Ja, 2010, das ist dann der Wendepunkt für Mamadou. Man spricht von der Revolte von Rosarno. Mamadou ist Teil dieser Geschichte, die in Italien verschlagzeilen soll. Das sind Migranten, die sich gegen die miese Behandlung zur Wehr setzen. Hunderte gehen auf die Straße. Nero non si può massare così in italiano. Così non va bene. Es gibt Unruhen, richtig Krach mit der lokalen Bevölkerung auch. Es gibt Verletzte. Und irgendwann greift die Polizei durch und löst die Proteste auf. Okay, du sagst, es ist ein Wendepunkt für Mamadou. Inwiefern? Ja, Rosarno ist ein Fanal, wird diskutiert in Italien, der Politik. Es führt dazu, dass man auf das Schicksal der Migranten plötzlich aufmerksam schaut. Und die Behörden beschließen dann für diejenigen Migranten oder einen Teil derjenigen, die in Rosarno sich zur Wehr gesetzt haben, eine Ausnahmeregelung, von der auch Mamadou schließlich profitiert. Er darf neu ein Gesuch für eine Aufenthaltsbewilligung stellen. Er erhält dann eine sogenannte humanitäre Aufenthaltsbewilligung, die ist befristet erstmal, aber er hat zum ersten Mal Papiere,
eine Identität, eine Nummer, einen Namen. Also er taucht gewissermaßen jetzt auf aus der Dunkelheit. Con questo permesso di soggiorno, tu puoi stipulare un contratto di casa, avere una casa per affittare. Also kein Illegaler mehr. Nein, ist kein Illegaler mehr. Er kann jetzt wirklich legal auch arbeiten. Er kann eine Wohnung mieten. Und er sagt dann auch, ja, hier hat tatsächlich alles neu angefangen oder von diesem Zeitpunkt an dann. Okay, und was macht er jetzt mit diesen neuen Möglichkeiten, Freiheiten? Ja, Mamadou ist dann sehr, wie soll ich sagen, pflichtbewusst, will sich integrieren. Er lernt Italienisch. Er macht eine Ausbildung zum kulturellen Mediator. Er hält dann irgendwann auch eine definitive Aufenthaltsbewilligung. Er arbeitet in einem Sozialzentrum in Caserta. Er arbeitet mit Migranten. Er hilft Migranten, die neu ankommen, sich zurechtzufinden. Er findet auch eine Partnerin, eine Italienerin, und hat mittlerweile 2 kleine Kinder. Sì, lei è italiana e i bambini anche vanno a scuola, una di 5 anni e l'ultima di 3 anni. Das tönt jetzt wirklich nach einem Happy End. Ja, das sieht schon so aus. Er macht einen glücklichen Eindruck, er fühlt sich in Caserta zu Hause. Er hat mir gesagt, er würde den Namen von Caserta in die ganze Welt tragen. Das ist ihm wichtig. Caserta hat die Stadt ins Herz geschlossen, auch die Bewohner, die ihm auch geholfen haben. Die Kirche, die Caritas, die offenbar sehr unterstützend war. Sagt natürlich aber auch, Rassismus gibt es natürlich auch in Italien und natürlich musste auch da in Italien bekämpft werden. Das hat er natürlich auch erlebt. Aber alles in allem würde ich sagen, er ist angekommen, er spricht fließend Italienisch, er liebt das Land. Und jetzt ist er auch noch quasi ein Filmstar. Ja, gut, Filmstar ist vielleicht zu viel gesagt, er ist jedenfalls eine Geschichte, hat ihn bekannt gemacht, der Film hat ihn bekannt gemacht, er tritt auf im Fernsehen, gibt Interviews. Questo film racconta una vera storia, una storia in cui... Und ist eigentlich so etwas wie ein Experte geworden in Sachen Migration. Also man kennt ihn jetzt in Italien. Was ist denn seine Haltung da in diesen Interviews zur Migrationspolitik? Seine Haltung ist relativ klar. Er sagt, es braucht legale Möglichkeiten zur Einwanderung. Alle müssen eine Chance haben. Man müsse schauen, dass Italien nicht zum Friedhof wird. Das ist vielleicht alles noch ein bisschen, wie soll ich sagen, oberflächlich. Aber er hat klare Vorstellungen, wie das gehen soll. Und es ist ihm auch klar, das habe ich noch recht bemerkenswert gefunden, dass man auch in Afrika das Problem angehen muss in seiner Heimat. Und deshalb wird der Film jetzt auch in Afrika gezeigt. Aha, okay. Und was ist da genau geplant? Ja, die ganze Crew, also Matteo Garrone, die Filmcrew, die Schauspieler meines Wissens, aber auch Mamadou selbst, die gehen nach Senegal und zeigen da den Film. Es gibt eine Filmstiftung in Bologna, die dieses Projekt finanziert. Und die Idee ist, dass die von Dorf zu Dorf ziehen, als eine Art Kinokarawane. Man nimmt die Filmleinwand mit in die Orte und will dort mit den Leuten diskutieren und sie sensibilisieren für das Problem und die Fragen, die auftauchen im Zusammenhang mit der Migration. Und Mamadou, glaubt ihr denn, dass, wenn er den Film den Menschen zeigt, da in Senegal, im Senegal oder anderswo in Afrika, dass Menschen davon abhält, nach Europa zu reisen? Vielleicht ein bisschen widersprüchlich, weil er ja natürlich dafür steht, für einen, dem es gelungen ist, der es geschafft hat, nach Europa zu kommen. Eben. Genau, aber andererseits zeigt natürlich seine Geschichte auch die andere Seite nicht. Also es ist erstmal die Reise, die total gefährlich ist und eben sterben Leute, es gibt dramatische Momente. Und vor allem aber auch in Europa, da kommt man nicht an und das ist das Schlaraffenland. Ich glaube, darum geht es ihm, das will er zeigen, dass es in Europa sehr, sehr, sehr schwierig ist, auf die Füße zu kommen. Und das will er den Leuten zeigen, dass eben Europa letztlich kein Traumschloss ist. Lieber Luzi, vielen Dank und ganz liebe Grüße nach Rom. Danke euch. Das war unser Akzent. Produzentin dieser Folge ist Antonia Moser. Ich bin Marlene Müller. Bis bald.